Alles klar, in diesem Part schauen wir uns an, was das für eine mysteriöse Person ist, die aufgetaucht ist. Zunächst möchte ich mein Deck wieder ändern. Und zwar möchte ich jetzt wieder mein Invincible Fortis Deck benutzen. Also meinen ägyptischen Zorn. Ach ja, und ich habe ja im letzten Part erwähnt, man sollte es sich immer Synchros reintun. Egal, ob man ein Empfängermonster hat oder nicht. Das heißt also, ich fülle jetzt mein extra Deck mit meinen Synchro-Monstern. Auch wenn ich sie in der Regel nicht spielen werde. Aber man weiß ja nie, vielleicht bekommt man ja durch Kreaturentausch ein Empfängermonster. Und dann wäre es nur sinnvoll, wenn man dann auch eine Synchro-Beschwörung machen kann. So, jetzt aber gespeichert habe ich, glaube ich, schon. Also hier ist der Speicherpunkt, ne? Und jetzt schauen wir uns an, was da unten abgeht. Hier wird ein bisschen gelaufen, ich weiß. Aber damit müssen wir jetzt leben. Ne? Hallo, Sayer. Er macht ein Nickerchen. Okay. Gut, und währenddessen nutze ich die Gelegenheit und schließe ein paar Anwendungen. Mein Fraps zum Beispiel. Ups. Okay. Was ist passiert? Wie konnte dieser Dummkopf solch eine Macht haben? War ich vielleicht ein bisschen zu nachsichtig bei meinem Forschungsobjekt? Den Fehler mache ich nicht noch einmal. Du bist nicht gerade der Klügste, wie Sayer? Wer ist da? Ah, oh, noch so eine Person. Du! Das ist Kelly. Unmöglich. Habe ich mich nicht gerade erst persönlich um dich gekümmert? Ich wurde wiedergeboren, um dein Schicksal zu besiegeln. Das kann nicht sein. Was bist du doch für ein Narr? Dies ist dein Ende. Mache dich auf ein Schattenduell gefasst. Ein Schattenduell? Es spielt keine Rolle, wie du es geschafft hast, hierher zurückzukehren. Mich noch einmal zu einem Duell zu fordern, zeigt, dass du nicht ahnst, wie schwach du bist. Du kannst sagen, was du willst, Sayer. Dieses Mal wird das anders ausgehen. Ich werde dich und deine wahnsinnigen Pläne geradenwegs in die Finsternis schicken. Also gut, wird mir ein Vergnügen sein, es mich mit dir aufzunehmen. Sieht so aus, als müsstest du noch einmal die endgültige Macht zu spüren bekommen. Mach dich bereit. Ah, hier ist Akisa, wir haben sie erreicht. Du willst mir wirklich mein Leben nehmen? Warum? Wegen all der Schmerzen, die du in jedem deiner Duelle verursacht hast. Du hast immer nur alles zerstört. Es hat dich nicht einmal gekümmert, dass du meinen kleinen Bruder getötet hast. Aber ich weiß nicht einmal, wer dein kleiner Bruder ist. Ganz genau, mein kleiner Bruder bedeutet dir gar nichts. Nur ein weiteres deiner namenlosen Opfer. Ich weiß nichts davon. Ich habe deinen Bruder nie gekannt. Du kannst dich im Mindesten an ihn erinnern. Aber für mich war er ein weltvoller Mensch, genau, der nicht zu ersetzen ist. Alles, was du tust, ist Zerstörung und Schmerzen zu bringen. Eine wahrhaftige Hexe. Falle in die Tiefen der Unterwelt. Ach du Scheiße. Was ist denn das? Was ist gerade passiert? Ah!
haben. Seiya! Das Ende ist schon gekommen. Viel schneller, als ich erwartet hätte. Wie es aussieht, müssen wir unser kleines Duell auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Seiya. Oh, Seiya. Yanga, Akiza! Was ist hier passiert? Hey, Akiza, reiß dich zusammen! Seiya! Nein, es ist jetzt zu gefährlich hier. Yanga, lauf weg! Sowas aber auch. Das ist Kellys Brille. Diese Brille, das kann doch nicht. Kelly, bist du hier? Kelly! Herr Atlas, hier ist es gefährlich. Das ist mir egal. Und jetzt störe mich nicht mehr. Das kann nicht sein. Kelly. Oh Jack, ich hoffe, du kannst dein Leben bald in den Griff bekommen. Denn den Jack, den alle kannten, gibt es nach diesem Kampf mit Yusei nicht mehr. Von nun an wirst du dein Leben als der echte, wahre Jack Atlas leben. Und wäre es nicht wundervoll, wenn du wieder der echte König werden würdest? Kelly, antworte mir! Kelly! Herr Atlas, bitte hören Sie auf damit! Der Sicherheitsdienst wird bald hier sein. Bitte gehen Sie auf der Stelle! Kelly, ich hoffe, du schaffst es heil heraus hier. Das war's so mit der Arcadia-Bewegung. Das Gebäude wurde zerstört. Oh, das war knapp. Yanka, wo sind Luna und Leo? Ach, sie sind mit deinen Freunden fort? Yep. Wir bringen Akiza besser zu einem Arzt. Beeilen wir uns. In Blisters Wohnung sollten wir sicher sein. Dort in der Nähe gibt es sicher auch einen Arzt. Ein paar Stunden später. Der Doktor sagt, dass es Akiza gut geht und Blister passt ab jetzt auf sie auf. Schaut so aus, als hättest du eine harte Zeit hinter dir. Du bittest Yusei davon, was bis jetzt passiert ist. Und wie du von Seiya gekidnappt wurdest. Und das ist alles wahr? Darum war Akiza in diesem Zustand. Und du warst in der Nähe des Fortune Cups? Hast du den purpurroten Drachen gesehen? Oder purpurnen Drachen gesehen? Der Drache zeigte uns Sinas Visionen aus der Vergangenheit dieses Planeten. In einer Vision wird Satellite von einer spinnförmigen Flamme eingehüllt und verschlungen. Ich weiß nicht, ob das die Zukunft von Satellite ist, aber ich werde dieses schreckliche Gefühl dieser Vision nie vergessen. Und dann habe ich neulich gegen jemanden mit dem Mal der Spinne gekämpft. Als ich das Duell gewann, verschwand das Mal und er wusste nicht mehr, wo er überhaupt war. Er wurde sicherlich von jemandem kontrolliert. Der Spinnen-Geoglyph und das Mal der Spinne. Yusei, Yanka, tut mir leid, dass ich euch störe, aber ich muss um einen Gefallen bitten. Um was geht es? Wir werden alles tun, was wir können.
Yusei, ich brauche dich hier, damit du ein paar Einstellungen am Computer vornehmen kannst. Janka, ich möchte, dass du dies nach Bootleg bringst. Das liegt östlich von hier. Oh, was gibt er uns? Ein Deck, okay. Du hast Post von dem Wirt bekommen. Tut mir leid, falls du das Gefühl hast, Botengänge für mich machen zu müssen, aber das wäre mir echt sehr wichtig. Muss das sein? Das soll das Spiel wieder künstlich in die Länge ziehen. Jede Wette. Jetzt war es gerade so schön episch und was kommt? Pff, Botengang, lauf dorthin. Das soll das Spiel wieder in die Länge ziehen. Jede Wette. Okay, hier pennt Arkisa. Also gut, machen wir das einfach mal. Ah, ich find's scheiße von dem Spiel, dass man laufen muss, damit das Spiel noch künstlich in die Länge gezogen wird. Sowas ist echt uncool. Gerade wenn's episch ist. Nee, kann man nicht bringen. Kann man echt nicht bringen. Man bringt nach keiner epischen Stelle was Lames wieder rein. Das ist scheiße. Ja. Also gut, kaufen wir uns ein paar neue Karten. Vielleicht beruhigt mich das ein bisschen. Vielleicht ist ja ein neues Structure-Deck freigeschaltet worden. Schauen wir mal nach. Nein, leider kein neues Structure-Deck. Was kaufen wir uns denn? Am besten dort in diesem Booster, wo wir wenig Prozente haben. Ich kaufe mir mal hier ein paar. Ach komm, verdammte A-Taste. Wofür gibt es das gute alte Touchscreen? Okay. Also, ihr könnt ja wieder stoppen, falls ihr euch den Effekt durchlesen wollt. Aufgestiegen. Trojanisches Pferd. Absolutes Ende. Zweikampf auf engstem Raum. Ninja Maestro Sasuke. Heulendes Insekt. Ninjutsu Kunst des Abstreifens. Bewaffneter Drache Level 3. Ultimatives. Oh, Moment. Ja, bewaffneter. Ultimatives Baseballkind. Friedhof der vierten Dimension. Elementardrache. Bewaffneter Drache. Trojanisches Pferd, Ojama-König, Horus der Schwarzflammendrache Level 8, Snauter-Level-Monster, boshafte Puppe des Untergangs, Elementardrache, Verspotten, dunkle Fabrik der Massenproduktion, maskierte Drache, Informant der Unterwelt, Verspotten schon wieder, nochmal ein Elementardrache, Ojama-König, Ungültigkeit, ultimatives Baseballkind nochmal. Große Welle, kleine Welle, Verspotten hatten wir schon, Groß auf den Puppe des Untergangs hatten wir auch schon, Ritualwaffe, Horus der Schwarzflammendrache Level 4, Holzkohle im Patschi, Ninjutsu Kunst des Abstreifens, hatten wir glaube ich auch schon, absolutes Ende, heulendes Insekt, Fusionswaffe, maskierte Drache hatten wir auch schon, Ritualwaffe hatten wir auch schon, Ninja Kunst hatten wir auch schon, Groß auf den Puppe hatten wir auch schon, Geisterbarriere, maskierte Drache, bewaffnete Drache Level 3, Verspotten, hatten wir auch schon, Gorgos Auge, und das war's. Okay, dann kaufen wir noch was von... Was haben wir denn? Ah, da haben wir gerade mal 2%. Hoffentlich sind da ein paar Cyberdrachen drin, das sieht ganz danach aus, als ob da Cyberdrachen drin sind. Also wieder im Schnelldurchlauf. Ich versuche es so schnell zu machen, wie es geht, damit wir noch ein bisschen Epicness in uns drin haben. Vom letzten Part oder von gerade eben. Batteriemann C. Deathfrosch. Tadpole. Spirituelle Wasserkunst Aoi. Wolkenkratzer. Bubble Mission. Tyranno Infinity oder Infinite. Spiegel des Drachen. Schwarze Magierin Kuran. Spirituelle Wasserkunst Aoi. Ein Rivalen taucht auf. Verrückter Hummer, spirituelle Erdkunst, Kurugane, das Quaken, ein Zauberdrache, sehr gut, steigende Energie, spirituelle Erdkunst, Kurugage, Cyber-Erz-Unterwettler, Doizu, verbreiten zum Zurückschlagen,
Das Frosch schon wieder, verrückter Homer schon wieder, Giroid, Spirit Elle, Falcons, Kurainai, Kraftbündnis, Transzendente Flügel, Spirit Elle, Windkunst, Mijabi, Steamroid, Vorbereiten zum Zurückschlagen, Spirit Elle hatten wir auch schon, glaube ich zumindest, ja, hatten wir schon, Einberufung des Kraken, hatten wir auch schon, Wortweiler, die Fallgrube, Moment. Ah ja, okay. Soizu hatten wir schon, Steam Giroid, ein Fusionsmonster, das Quaken hatten wir schon, Batteriemann C. Schwarze Magierin Kuran, Drilloid, Wortweiler, Einberufung, Soizu, verrückter Homer schon wieder, Cyber-Erz und der Wettler, Feuerpfeile, steigende Energie, Fusionsrückerstattung, Schwarze Magierin Kuran, Batteriemann C, Soizu nochmal und das war's. So, jetzt haben wir glaube ich noch ein bisschen Epicness in uns drin, aber die wird uns jetzt genommen, glaube ich zumindest, wenn wir müssen jetzt den Botengang machen. Verdammt. Das Spiel achtet überhaupt nicht auf, ja, auf, sagen wir mal, Gefühle, die ein Gamer jetzt gerade verspürt, ne? Weil wenn man ein Spiel spielt, dann hat man ja auch dementsprechend Gefühle. Jetzt haben wir gerade ein Gefühl der Epicness gehabt. Und wenn man jetzt dann einen Botengang macht, dann ist das Gefühl weg. Ja, und dann ist das Gefühl, aha, das Spiel ist gut, weg. Und man verkauft ein Spiel besser, wenn man dem Spieler das Gefühl gibt, aha, das Spiel ist episch, / gut. Ja, und das wird dann quasi genommen wegen diesem Botengang hier jetzt zum Beispiel, ne? Und das ist schlecht von dem Spiel. Also gut, hier ist das Bootleg, kennen wir auch aus dem 2009er. Ich hoffe, ich muss keine Duellpuzzle noch mehr machen. Und wie kann ich dir helfen? Du erledigst Besorgungen für den alten Blister, was? Kapling! Du hast Post für den Wirt weggegeben. Das ist also das Objekt, das er mir versprochen hat, was? Hm. Haha, nur der alte Blister kommt auf solche Ideen. Und für was ist das hier? Warte einfach eine Weile, ich baue dir etwas, auf das sich das Warten lohnt. Grüß Blister von mir und komm bald wieder. Ja. Wer bist du? Woodlex, doch ein schickes Örtchen, wenn du mich fragst, mit den ganzen Dekorationen und so. Information, was ist das? Duell, 0 Siege. Achso, da sieht man, wie oft man gegen duelliert hat, okay. Ach komm schon, ich will nicht noch mehr. Ist es jetzt. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Jetzt muss ich wieder zu Blister hin und zurück laufen und wieder hin und zurück laufen und hin und zurück laufen! Ich sag dazu jetzt gar nichts mehr. Soll ich jetzt wieder zu Blister zurücklaufen oder was? Aha, genau. Und das ist auch noch die längste Strecke. Die längste Laufstrecke. Schönes Spiel. Genau. Tu alles ruhig in die Länge ziehen. Genau. Ich mag es. Ich mag es. Ich mag lange Spiele. Ich mag in die Länge gezogene künstliche Spiele. Schön. Ja, genau. Na los. Für jeden Schritt, den ich jetzt laufe, schreie ich euch weiter an. Genau, blöde Spieleentwickler. Spielt das Spiel weiter in die Länge. Ich kann's verstehen. Ihr wollt ja Kohle machen und so, ne? Kohle. Ohne Kohle kann man ja kaum leben, ne? Kohle ist das Wichtigste der Welt. Und deswegen tut man ein Spiel in die Länge ziehen. Wenn ich nochmal zurücklaufen muss, raste ich aus. Dann überspringe ich das. Oh, du hast es abgeliefert. Das hilft mir wirklich sehr. Und genau zur rechten Zeit. Wir sind gerade mit unserer Arbeit fertig geworden. Sorry, aber ich muss dich noch um einen Gefallen bitten. Ich muss jetzt weg. Nein. Könntest du diese Nacht für mich aufpassen? Na klar. Vielen Dank. Das weiß ich zu schätzen. Ich hasse Blister. Lauf hierhin, lauf dorthin. Spiel muss künstlich in die Länge gezogen werden. Es war ein ereignisreicher Tag. Du bist doch auch bestimmt müde, oder? Warum ruhen wir uns auch nicht etwas bis Akiza aufwacht? Ja. Mitten in der Nacht. Bekommst du ein ungutes Gefühl. Ja,
hat ein Lakaien auf das Sofa gesetzt, um daraus zu sehen, ob das wohl bequem ist. Okay, wir haben mitten in der Nacht was? Aha, warum scheint denn da die Sonne? Komisch. Ach verdammt, doppelte Art hast du schon wieder. Also es scheint die Sonne, mitten in der Nacht, okay. Das ist wirklich sehr realistisch. Schönes Spiel, mitten in der Nacht scheint die Sonne, genau. Spiel muss weiter in die Länge gezogen werden. Also was ist denn jetzt schon wieder? Aha, wieder ein paar useless Duellanten, die gar nichts mit der Story zu tun haben. Das soll es wieder in die Länge ziehen, genau. Genau, super. Au, diese Typen haben das Mal der Spinne. Ich spüre die Energie eines anderen Duellanten aus Akitas Zimmer. Aber sie kann noch immer nicht kämpfen. Du solltest besser zu ihr gehen. Alles klar. Ich hoffe, es ist jemand, der auch was mit der Story zu tun hat. Und nicht irgend so ein Duellant, der einfach so eingebaut wurde, um das Spiel wieder in die Länge zu ziehen. Und es ist ein Duellant, der eingebaut wurde, der das Spiel in die Länge ziehen soll. Ups, echt. Ja, das verspiele ich auch gerade. Dieses ganze Zeug soll das Spiel wieder künstlich in die Länge ziehen. Weil man keine Story-Mittel mehr hat, die man einbauen kann. Ganz einfach. Und warum habe ich immer noch dieses scheiß Outfit von der Kältebewegung? Das ist uncool. Ich muss es schnell ändern. Scheiß Spiel muss in die Länge gezogen werden. Verdammt nochmal. Ey, scheiß. Ich reg mich hier auf. Ich reg mich hier zu Recht auf. Ja, das Spiel künstlich in die Länge ziehen, indem man jetzt sowas einbaut. Und noch zu faul sein, ihn einen Dialog einzubauen. Genau. Aha. Spieleentwickler. HDL. HDL. Genau. Scheiß. Hilleland hat nichts mit der Originalstory zu tun. Der wurde einfach nur eingebaut, damit das Spiel wieder künstlich in Länge gezogen wird. So wie dieser ganze Part inzwischen. Mensch, Anfang war so episch und dann kommt so ein Scheiß. Ich mach den jetzt schnell platt. So schnell wie es geht. Kein Bock mehr auf diese. Auf die in die Länge gezogenen Duelle. Wahrscheinlich ist er auch noch so stark und ich verliere jetzt gegen ihn. Dann ist das Spiel wirklich in die Länge gezogen. Weil man keine Ideen mehr hat. Klar, man muss sich nach der Originalstory richten. Klar, aber da macht man doch die Originalstory detaillierter, Mensch. Ja, vielleicht ein paar mehr Nebencharakter, die man so. Ich weiß nicht, die man so zwischendurch mal sieht. Ja, und die auch eine sinnvolle Bedeutung in der Story haben. Ja, und nicht irgendwelche Sachen erfinden mit neuen Duellen, wie das hier zum Beispiel. Das gibt es nämlich in der Original-Story nicht. Ja? Ich habe nämlich alle VFDs-Folgen gesehen, ich kenne mich aus. Und ich weiß, dass der Duellant nicht dabei ist in der Original-Story. Der wurde einfach eingebaut, damit das Spiel in die Länge gezogen wird. Damit die Kapitel länger sind. Damit man mehr Kapitel einbauen kann. Damit der Spieler das Gefühl hat, aha, so viele Kapitel wird ein langes Spiel werden. Obwohl es nicht ist. Ja, Turm von Babel ist mir egal. Er hat was gegen Zauberkarten, habe ich das Gefühl. Jetzt reicht's mir. Das ist jetzt ein Spieleentwickler, stelle ich mir jetzt vor. Ich spiele jetzt gegen den Spieleentwickler. So, Spieleentwickler, friss einen direkten Angriff. Nix in die Länge ziehen hier. So, ich hätte noch Schild und Schwert vielleicht aktivieren sollen. Egal. Gut, jetzt dann benutze ich das hier. Verdammt, warum ist es hier aktiviert? Okay, alles zurück ins Deck. Das mache ich jetzt mit Absicht, diese Zellmarken sammeln, damit der Gegner keine Zauberkarten mehr benutzen kann. Bei mir ist es egal, dass ich Zauberkarten nicht benutzen kann. Dem Gegner allerdings, ist es anscheinend nicht egal. Oder der KI zumindest ist es nicht egal. Vermächtnis von Yatagarasu.
Wähle und aktiviere einen der folgenden Effekte. Ziehe eine Karte oder aktiviere dieses nur, wenn ein Spiritmonster auch auf der Spielfeldseite deines Gegners liegt. Ziehe zwei Karten. Er zieht anscheinend nur eine Karte, okay. Irgend so ein Roboter. Verdammt, ich habe vergessen, mein Monster in die Verteidigung zu setzen. Ich bin so blöd. 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 Okay, also ich glaube, ich muss mich beruhigen. Ich glaube, das lag daran, weil ich gerade so aufgebracht war. Deswegen habe ich gerade vergessen, mein Monster in die Defense zu setzen. Okay, nicht aufgebracht sein, cool bleiben. Cool bleiben. Das Spiel wird zwar in die Länge gezogen, aber ist mir egal. Also gut. Ich entferne jetzt meine Moe-Abfangkanonen aus dem Spiel, spiele Megafester in Defense als Spezialbeschwörung. Jetzt werde ich ihn als Tribut anbieten und Hierakus Rings spielen. Anschließend zerstöre ich seine fiese Falle. Also nicht die, sondern die hier. Ah, göttlicher Zorn, perfekt. Das ist eine fiese Falle. Jetzt kriegt er die zweite Zauber-C-Marke. Und jetzt zerstöre ich sein Monster. Er zerstört mein Monster. Das ist sein Effekt. Muss ich mich dazu noch äußern? Ich glaube nicht. Ich weiß diese ganze Stelle hier. Das ist jetzt ein Part, in dem ich alles machen werde, was das Spiel versucht in Länge zu ziehen. Oh Mann, weil ich gönne diesem Spiel keine Parts mehr, wo es versucht in die Länge, das Spiel in die Länge zu ziehen. Und wenn es weiterhin so eine Stelle gibt, werde ich sie rausschneiden. Ganz einfach, das ist jetzt die letzte Stelle, wo ich machen werde, was das Spiel in die Länge ziehen wird. So. Alles andere werde ich schneiden. Punkt, aus und Ende. So, jetzt spiele ich Gigantes als Spezialbeschwörung. Und spiele den Mahagari in die Angriffsposition und greife ihn dann direkt an. Jetzt tausche ich erstmal die ganzen Monster aus. Das zerstört das. Jetzt wird der Effekt unseres Monsters aktiviert und zwar werden jetzt alle Zauber und Feinkarten zerstört. Unser Spielfeldzauber ist zwar weg, aber ist mir egal. Direkter Angriff. Und Endphase. Oh Mann, sorry. Okay. Großzügige Artemis. Greift uns direkt an. Okay. Das aktiviert der Effekt unseres Spiritmonsters. Jetzt kann ich schauen, was für eine Karte er hat. Eine Karte wird ziehen werden. Gehirnkontrolle, okay. Nee, die lege ich unter das Deck. Ich hoffe auf ein starkes Monster. Turm von Babel ist mir egal. Mein Monster hat eine höhere Death. Das heißt, ich werde noch überleben. Also wie gesagt, ich werde jetzt in diesem Part alles machen, was das Ganze in die Länge zieht. Und ich werde erst wieder den Part beenden, wenn
wenn die Stellen vorbei sind, an das das Spiel versucht in die Länge zu ziehen. Mensch, jetzt ist die ganze Epicness weg. Spiel, warum macht ihr sowas? Oder Entwickler, warum macht ihr sowas? Nach einer Epicness folgt keine Lameness. Ja? Nach Epicness folgt auf keinen Fall Lameness. Nach Epicness kommt weiter Epicness. Und dann versucht man das Ganze ein bisschen zu beruhigen nach der Epicness. Und erst dann kann man meinetwegen Lameness ein bisschen einbauen. Aber von Epicness sofort auf Lameness umschalten ist, geht nicht, ne? Das geht einfach nicht. Hat echt was gegen Zauberkarten, habe ich das Gefühl. Zauberkarten sind doch schön. Na gut, wenn er keine Zauberkarten mag, dann muss ich sie halt vorher setzen. Ach so, er mag sie zerstören. Na gut. Also wenn ich das Duell verliere, dann lag es am Anfang daran, dass ich ein bisschen aufgebracht war und mich erstmal beruhigen musste. Und ich habe den Fehler natürlich gemacht, dass ich mein Monster nicht in die Defense gesetzt habe. Ich krieg mein Monster wieder auf die Hand. Es ist ein Spirit Monster. Der Effekt. Waffenstillstand möchte ich jetzt nicht haben. Unters Deck. Ektoplasma. Ne, sollte ich besser nicht spielen. Wir haben so wenig Lebenspunkte. Das könnte tödlich sein. Endphase. Im nächsten Duell, wenn ich jetzt verlieren sollte, nehme ich wieder mein echtes Deck. Ich glaube, der scheint sich zu checken, dass er immer dasselbe Monster angreift und mein Monster immer stärker ist. Und er verliert immer 100 Punkte. Das ist wieder diese schön programmierte KI. Die denkt erst für den einen Angriff und dann gar nicht mehr. Oh, jetzt ruft dann Synchro... Was rede ich hier für ein Mist? Ich rede wieder Mist. Er spielt jetzt ein Tributmonster mit zwei Tributen in die Verteidigungsposition. Seltsam. Ach, die nehme ich. Wenn er sein Tributmonster aufdeckt, dann werde ich mein Monster sein Monster wieder auf die Hand zurückgeben. Okay, ich setze jetzt mal Gary in die Defense und beende meinen Zug. Irgend so ein Dinosaurier-Fuzzi. Ein Empfängermonster. Ah, es ist der Yamato-Drache, der sich verdeckt gesetzt hat. Okay. Das Monster kommt ja sowieso auf seine Hand zurück. Also von daher. Denn dieses Monster ist ein Spirit-Monster. Soweit ich weiß, ist Yamato-Drache das stärkste Spirit-Monster, was es gibt. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Ich bin mir da gerade ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig sicher. Ein Spirit-Monster kämpft gegen ein Spirit-Monster. Sieht man auch nicht alle Tage. Unser Monster wurde geflippt, Effekt aktiviert sich. Und sein Spirit-Effekt aktiviert sich jetzt auch. Es kommt zurück auf die Hand. Jetzt aktiviert sich der Spirit-Effekt unseres Monsters. Wächtersphinx. Was habe ich denn auf der Hand? Ich kann das Monster gar nicht spielen. Sorry, Wächtersphinx, du musst unters Deck. Moe Abfangkanonen, perfekt. Ich greife ihn jetzt damit an. Halt! Ich habe mich hier wieder vertreten. So. Angriff. Dann Battlephase.
Angriff auf ihn, auf den Gegner. Okay. Main Phase 2. Ich habe den Effekt übrigens mal online benutzt und da hat jemand gemeint, das geht nicht. Aber es geht, ihr seht es ja. Hat so auf klug gemacht. Das geht nicht. Aber mich wundert es auch, dass immer viele Leute meinen, dass sie die besten Duellanten wären. Die behaupten zum Beispiel immer, hey, ich habe alle drei Götterkarten ins Ultra Rare und ich habe den Duellanten beim ersten Versuch besiegt. Bla bla bla. Wem interessiert das? Sehe ich auch manchmal bei meinen Kommentaren, bei meinem 2009er Let's Play war es extrem. Haben ein paar Leute geschrieben, ich habe den beim ersten Versuch geschlagen und wollten so provokant rüberkommen. Also solche Kommentare lösche ich in Zukunft. Ach ja, Mausoleum des Kaisers. So, so. Ist mir egal, ich habe Zwangsevakuierungsgerät. Es aktiviert seinen Effekt, er würde seinen Yamato-Drache spielen, kostet ihn 2000 Punkte, da er zwei Tributmonster bräuchte. Meinetwegen, ich habe ersetzt die Karte verdeckt. Sehr verwunderlich. Aber gut, wenn er es so haben möchte. Er greift nicht einmal an. Ich dachte, er greift jetzt mindestens an. Ach, warte, nein, der weiß ja, dass es meine Dingens ist, ne? Gut, ich setze jetzt mal Ektoplasma verdeckt und die hier und beende meinen Zug. Wenn jetzt sein Yamato-Drachen flippen wird, werde ich ihn wieder zurück auf die Hand geben. Er will wieder eine Karte ziehen, meinetwegen soll das ruhig machen. Katagarasu gibt es übrigens auch als echte Karte. Die ist allerdings verboten, denn diese Karte hat einen fiesen Effekt. Es ist ein Spirit-Monster und immer wenn sie dem Gegner Kampfschaden zufügt, kann der Gegner in seinem nächsten Zug keine Karte ziehen. Stellt man sich folgendes Szenario vor. Gegner hat keine Handkarten, man hat Katagarasu, spielt die ständig. Gegner hat nichts auf dem Feld, Gegner hat auch keine Handkarten und man greift ihn einfach immer direkt an. Und dann kann der Gegner nichts Neues mehr ziehen, mit dem er sich verteidigen kann. Das heißt, man kann ihn mit Yatagarasu endlich mal angreifen und er kann nichts dagegen tun. Aha, er spielt seinen Yamato-Drachen oder er deckt ihn zumindest auf. Wenn er seine Battle-Phase aktiviert und mich angreift, werde ich meine Zwangsevakuierungskarte aktivieren. Und wenn er sie jetzt dann in seiner Main-Phase 2 spielt mit Mausoleum des Kaisers, kostet ihm diese Aktion 2000 Punkte, dann aktiviere ich mein Ektoplasma, opfer meine Golem-Dinger oder meine Wachstatuen und okay, er macht es nicht, okay. Aber wenn er es in seinem nächsten Zug noch bespielen sollte, das Monster, dann habe ich schon fast gewonnen. Gut, Golem-Wachposten verdeckt und das war's. Jetzt hoffe ich, dass er seinen Yamato-Drachen spielt und dass er wieder 2000 Punkte opfert. Ich hoffe, dass er es in die Verteidigungsposition setzt. Und wenn er es angreift, dann ist es auch okay. Wenn er angreift, dann ist es auch okay. Dann habe ich ja immer noch mein Zwangsüberkühlungsgerät auf dem Feld. Und es kommt ja das, was ich befürchtet hatte. Jetzt hat er nur noch 300 Punkte. Jetzt brauche ich einfach nur meine Ektoplasma-Karte zu benutzen. Jetzt hat er seinen Yamato-Drachen gesetzt. Angreifen würde er jetzt nicht mehr. Ich hoffe, ich ziehe eine Zauberkarte. Denn ich glaube, er hat jetzt wieder diese Falle gezogen, was den Effekt von Zauberkarten annullieren wird. Aber ich kann den Effekt annullieren dann, wenn ich eine Zauberkarte auf der Hand habe. So, okay, erstmal Ektoplasma. Ich hoffe, er annulliert die Karte jetzt nicht. Ich glaube allerdings, dass es doch machen wird. Aha, genau diese Karte habe ich erwartet. Gut, ich kann es leider nicht annullieren.
Ja, aber er kann sein Mausoleum des Kaisers nicht mehr benutzen, denn er hat nicht genügend Lebenspunkte, um diesen Effekt zu benutzen. Gut, jetzt zerflippe ich meinen Golem-Wachposten und gebe seinen Yamata-Drachen wieder zurück auf die Hand. Jetzt kann er es nicht mehr spielen, außer er opfert seine zwei Monster, die er da gerade hat. Aber ich glaube nicht, dass er es machen wird. Dann spiele ich noch diesen Monster in die Defense, damit wir weitere Monster haben, die gegnerische Monster auf die Hand zurückgeben können, und ich beende meinen Zug. Ganz einfach. Na komm, spiel deinen Yamata-Drachen, indem du deine Monster als Tribut anbietest. Das ist der beste Zug von dir. Wenn du das machst, gewinne ich. Na, jetzt wird's spannend. Wirst du es machen? Ich gehe da stark davon aus, dass es machen wird. Jetzt auf einmal. Aha, was habe ich gesagt? Hätte ich nie gemacht. Jetzt brauche ich ihn einfach nur mit meinem Golem direkt angreifen und dann war es das Ganze schon. Antimagischer Duft. Ach, wir haben auch so eine Karte. Oder magischer Abschluss heißt die Karte, okay. Also gut, Wächterstatue wird geflippt. Und sein Yamata-Drache kommt zurück auf die Hand. So, vorsichtshalber. Falls er meinen Angriff annullieren kann, flippe ich mein anderes Monster auch noch. Und jetzt greife ich ihn einfach direkt an und dann haben wir es schon gewonnen. Aktivierst du eine Falle dagegen? Nein, okay. Ja, wir haben dieses Duell gewonnen, was das Spiel wieder künstlich in die Länge ziehen soll. Ach, wir haben einen Bonus bekommen, zurück zur Handbonus. Au, wo bin ich? Was hast du mir angetan? Ich hätte besser aufpassen sollen. Unnötige Stelle, unnötige Stelle. Ufts, Zerstören, ich muss alles zerstören. Ich bin allein auf dieser Welt, ganz allein, ich brauche niemanden mehr. Ich werde diese Welt vernichten und dich auch. Akisa hat jetzt auch einen Anfall. Das soll das Ganze auch wieder in die Länge ziehen. Super. Mache ich auch noch in diesem Part. Jetzt reicht's mir. Ich mache jetzt alle Stellen hier. Ey. Spielentwickler. Fällt euch nichts Besseres ein. Müsst ihr das Spiel wirklich so in die Länge ziehen, indem ihr jetzt weitere unnötige Duelle einbaut. Ich hätte jetzt erwartet, dass wir gegen die Dark Sinners kämpfen. Aber was kommt? Wir müssen Bodengang machen. Wir müssen uns gegen irgendwelche Nobodies duellieren. Und jetzt auch noch das da. Also, Entwickler, so geht's nicht, so geht's nicht. Ich weiß, ihr wollt Geld haben. Ich weiß, wer will nicht Geld heutzutage? Ich brauche selber Geld für eine Grafikkarte. Aber so ein Mittel, so drauf zuzugreifen, um das Spiel in die Länge zu ziehen, ist einfach nur erbärmlich. Erbärmlich. Ja. Und wenn ich auch noch verliere, falle ich wieder in Ohnmacht. Und ich muss alles nochmal machen. Spielentwickler. Leckt mich. So, also. Ich spiele jetzt den hier. Ich mache jetzt, wie gesagt, in diesem Part alles, wo ich merke, das ist eine Stelle, was das Spiel in die Länge ziehen soll. Okay, das war's. Ein Empfängermonster. Ich gehe davon aus, dass sie jetzt ihren schwarzen Rosendrachen spielen wird. Nein, sie hat 8 insgesamt. Schwarze Rosendrache hat Stufe 7.
Stufe 8. Ich glaube, famose Rose kommt jetzt. Oder die famose Rose als Stufe 6. Gut, sie greift ein Monster an. Kann ich es irgendwie abwehren? Ja, ich habe Aboku. Mein Monster wird allerdings jetzt aufgedeckt. Flip-Effekt von ihm aktiviert sich nicht, da nicht groß Flip draufsteht. Okay, magischer Hammer. Gute Karte. Ich muss mal schnell schauen, wie viel Angriffskraft haben wir. Okay. Ich könnte jetzt ein Monster von ihr zerstören. Und zwar, indem ich Gehirnkontrolle spiele auf ihren stärkeren Monster und dann... Oder ich könnte eine Synchro-Beschwörung machen. Ich könnte mir einfach ihr Empfängermonster klauen. Stufe 2, Stufe 6. Stufe 6, da kriege ich Gaia, Kraft der Erde. Das mache ich auch. Zuerst benutze ich den Effekt von Medusa-Bomb und setze ihn in die Verdeckte. Dann decke ich mein Monster auf. Und zerstöre eins ihrer Monster. Das Nicht-Empfänger-Monster natürlich wird zerstört. Als nächstes klaue ich mir ihren Empfänger. Und mache eine Synchro-Beschwörung. Ich habe es ja am Anfang des Parts gesagt, es ist immer wichtig, Synchro-Monster im Deck zu haben. Egal, ob man ein Empfänger-Monster hat oder nicht, denn man kann sich ja... vielleicht eins ergattern. Und das war jetzt eine solche Situation. Jetzt haben wir ein Synchro-Monster spielen können. Und jetzt kommt sie mit reißender Tribut an, okay. Eine fiese Falle. Ja, reißender Tribut ist auch eine fiese Falle. Aber ich hatte schon erwartet, dass sie sowas Fieses hat, denn sie hat immer gezögert, wo ich irgendwas gemacht habe. Das hat schon darauf hingewiesen, dass sie irgendwas Fieses vorhatte. Aber jetzt hat sie ihre reißende Tributfalle benutzt. Das heißt, ich brauche mir keine Sorgen mehr zu machen, dass sie meine Monster zerstören kann, wenn ich eins spiele. Außer sie hat natürlich zweimal bodenlose Fallgrube noch in ihrem Deck. Ein verdecktes Monster. Und eine verdeckte Karte. Alles klar. Zug 1 unserer verräterischen Schwerter läuft. Ich habe ein Tributmonster gezogen. Gut, ich warte noch. Und wenn ich im nächsten Zug weiterhin kein Stufe 4 Monster oder niedriger ziehe, dann werde ich meinen magischen Hammer benutzen, um die Karte wieder zurück ins Deck zurücklegen zu können. Ah ja, Schwarzer Garten, okay. Wenn sie jetzt wenn ein Monster als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wird, außer dem Effekt von Schwarzer Garten, halbiere seine ATK und beschwöre eine Rose, Spielmarke. Typ Pflanze, Stufe 2, ATK 800, Defense 800, als Spezialbeschwörung in Angriffsposition auf die Spielfeldseite des Gegners. Du kannst diese Karte und alle offenen Monster vom Typ Pflanze auf dem Spielfeld zerstören, um ein Monster mit der ATK-Höhe der gemeinsamen ATK der Monster der Spezialbeschwörung von deinem Spielfeld beschwören. Okay, den letzten Effekt habe ich gerade nicht so verstanden, aber egal. Ich annulliere die Karte vielleicht. Ich versuche es jetzt einfach mal zu annullieren. Wenn sie eine Zauberkarte abschmeißt, ist es auch okay. Okay. Kriegen wir Rosenzähl-Marken, wenn sie ein Monster spielt, sie allerdings auch. Alles klar, ich benutze jetzt meinen magischen Hammer und gebe meine zwei Monster wieder zurück ins Deck zurück und ich hoffe, ich ziehe ein Monster der Stufe 1 bis 4. Ah ja, ist zwar ein Spiritmonster, aber besser als nichts. Mahagari. Maharagi heißt die Karte, okay. Egal wie sie heißt. Und jetzt bin ich mein Zug. Wenn sie ein Monster spielt, kriege ich eine Rosenzähl-Marke und dann gebe ich ihr Monster wieder zurück auf die Hand. Ich habe ja mein Zwangsverkündungsgerät noch. Angreifen kann sie ja nicht, denn ich habe ja immer noch meine Schwerterkarte draußen. Jetzt spielt sie ihre Monster in die Defense, komischerweise.
Sie will nicht, dass ich Rosenzähmarken sammle. Okay, ich musste kurz mich ausräuspern hier gerade, deswegen habt ihr mich ganz kurz gerade nicht gehört. Okay, Kohlewachposten verdeckt. Und das war's. Jetzt könnte sie wieder angreifen, unsere Schwerterkarte ist nicht mehr auf dem Feld. Eine Fängermonster von ihr. Wenn sie jetzt eine Synchrobeschwörung macht und sich den schwarzen Rosendrachen holt, dann hat sie die Möglichkeit, das ganze Feld zu zerstören. Denn das ist der Effekt vom schwarzen Rosendrache. Zerstöre alle Karten auf dem Feld. Jetzt greift sie mit ihrer Hexe an. Mein Monster hat dieselbe Def wie ihr Monster Angriffskraft hat. Na gut, lass ich durchgehen. Aktiviert sich der Spirit-Effekt unseres Monsters. Jetzt macht sie eine Tributbeschwörung, okay, und holt gleich ein Stufe 7 plus Monster aufs Feld. Okay, Moment. Zwangsverkühlungsgerät aktiviere ich jetzt auf ihres Monster, was sie gerade gespielt hat. Kann sein, dass es diese Prinzessin-Karte da ist. Diese Pflanzenprinzessin-Karte. Ich weiß nicht genau, wie die heißt. Aber das wäre ein Pflanzenmonster mit 7 Sternen. Sandmotte. Ja, nehme ich mal. Okay, ich spiele das Monster in die Angriffsposition. Halt natürlich nicht, sonst kriegt sie eine Rosenspielmarke. Allerdings kann ich das Monster ja eh wieder auf die Hand zurückgeben. Okay, ich mach's jetzt einfach mal. Jetzt kriegt sie eine Rosenspielmarke wegen dem Spielfeldzauber. Die ATK meines Monsters werden halbiert, durch den Effekt auch. Aber das ist mir egal, denn jetzt kommt der Effekt meines Flip-Monsters. Oder meines, ist ja kein Flip-Monster, aber des Flip-Effekts kommt jetzt. Kommt jetzt der Effekt. Ihr Monster wird zurück auf die Hand zurückgegeben. Oder in dem Fall zerstört, weil es eine Spielmarke ist. Und jetzt greifen wir sie direkt an. Eigentlich habe ich ja schon gegen Akiza duelliert. Und wir haben souverän damals gegen ihr gewonnen. Daher ist es mir jetzt echt unbegreiflich, warum die Entwickler nochmal Akiza als Gegner einbauen wollen. Es gibt keinen richtigen Grund, außer einen. Richtig, sie wollen das Spiel in die Länge ziehen. So, Endphase. Wenn sie ein Monster spielt, kriege ich eine Rosenzählmarke. Wenn sie ein Monster verdeckt setzen, werde ich es wieder zurück auf die Hand zurückgeben. Und ich werde ihr Monster wieder zurück auf die Hand zurückgeben. Langsam fange ich auch an, weniger zu reden. Ich meine, wir haben ja schon fast eine Stunde erreicht. Vorhin habe ich auch noch eine Dreiviertelstunde aufgenommen. Das heißt, meine Stimme wird jetzt langsam den Geist aufgeben. Aber ich das soll ja nicht schaden, ne? Je mehr Parts ich habe, desto besser. Dann habe ich einen kleinen Vorrat an Parts.
Momentan habe ich eh schon. Momentan ist gerade mal der 22. Part draußen und jetzt sind wir beim 27. Part, glaube ich, schon. Ja, also ich tue jetzt eine Menge vorproduzieren. Warum? Weiß ich nicht. Es macht mir einfach gerade so viel Spaß, das Spiel. Auch wenn man sich das kaum vorstellen kann in dem Fall, weil ich mich so viel aufrege in letzter Zeit. Aber es macht mir Spaß. Ah, wo soll das enden? Sie macht immer wieder dasselbe. Sie spielt ihr Monster, ich gebe es wieder zurück auf die Hand. Sie spielt wieder ihr Monster, ich gebe es wieder zurück auf die Hand. Das ist immer so hin und her. Wenn ich jetzt meine Riesenratte spiele, dann hat sie eine Rosenzähmarke und dann komme ich nicht an ihre Lebenspunkte ran, weil ich nicht genügend ATK habe. Wenn ich jetzt die Riesenratte spiele, werden die ATK auch noch halbiert. Dann komme ich nur auf eine ATK von 700. Eine Rosenzähmarke hat allerdings eine ATK von 800, oder? Ja. Das heißt, ich komme nicht an ihre Rosenzähmarke vorbei. Deswegen spiele ich die Riesenratte jetzt vielleicht in die Verteidigungsposition und decke sie dann als Flip-Effekt auf, denn dann wird der Effekt nicht aktiviert, glaube ich, dass sie eine Rosenzähmarke bekommt. Genau, ab in die Verteidigung und jetzt gibt es wieder zwei Direktangriffe für Akiza. Oder für Frau Spieleentwicklerin, die nur eingebaut wurde, damit das Spiel wieder in die Länge gezogen wird. Und Main Phase 2. Ich hätte es eigentlich in diesem Part erwartet, dass wir gegen die Dark Signers kämpfen. Ja, aber daraus wird wohl nichts mehr. Denn jetzt mache ich die ganzen Stellen, die das Spiel in die Länge ziehen sollen. Akiza hat nur noch 4000 Punkte, circa. Wenn ihr bald nichts mehr einfällt, dann gewinne ich. Zum Glück ist es kein Tech-Duell. Ich glaube, ich hätte mich dann noch mehr aufgeregt, wenn es ein Tech-Duell wäre. Denn Tech-Duelle dauern noch länger. Dafür sind es halt zwei normale Duelle. Die sind etwa so lang wie ein Tech-Duell von der Länge her. Okay, wieder dasselbe Spielchen wie vorhin. Das muss zurück. So, jetzt schaue ich mal nach, ob Flip-Effekt zählt, damit sie eine Zählmarke bekommt. Nein, steht normal oder Spezialbeschwörung. Flip-Effekt steht nicht dran, okay. Das heißt, ich kann mein Monster flippen. Und jetzt greife ich sie wieder direkt an. Hey, meine Riesenratte hat sogar volle ATK. Das ist ja cool. Nein! Seit wann hat Akiza Sündenböcke in ihrem Deck? Jetzt kriegt sie vier Schafzählmarken oder Sündenbock-Zählmarken. Ah, das soll das Spiel auch wieder in die Länge ziehen. Ihr habt jetzt extra ein eigenes Deck dafür bekommen, dass das Duell möglichst lange dauert von den Spieleentwicklern. Ja, damit das Spiel noch länger dauert. Oh oh, oh oh, jetzt werden wir vollgespammt mit Zählmarken. Das sind ja alle Spezialbeschwörungen, jetzt kriegen wir... Oh nee. Halt nein, warte, das ist nur der Effekt, dass... Spezialbeschwörung? Spezialbeschwörung, theoretisch müssten wir jetzt auch Zählmarken bekommen. Rosenzählmarken. Oder Spielmarken. Kriegen wir allerdings nicht, komisch. Denn das waren jetzt Spezialbeschwörungen. Gut. Dann mache ich hier drei Sündenböcke halt kalt, üblicherweise muss ich das jetzt halt machen. Egal, im nächsten Zug kann ich eh weitere von ihr zerstören. Es gibt halt dafür keinen Direktangriff. Was überlegt die da überhaupt, wenn ich angreife? Das ist bestimmt eine fiese Falle. Alles klar, Main Phase 2. Zwangsverkündungsgeld verdeckt setzen, falls irgendwas Unerwartetes kommt und meine Monster wieder zurück in die Defense. Oder eigentlich nur der Golem-Bachposten. Und Endphase.
Na, Akisa, was machst du jetzt? Wir haben jetzt eine Stunde erreicht. Vor einer Stunde haben wir angefangen, den Part zu starten. Vor einer Stunde war es episch und jetzt ist es langweilig. Zwielichtrosenritterin, ein Empfängermonster. Wir kriegen eine Rosenzähmarke. Das Effekt, sie kriegt jetzt einen Monster als Normalbeschwörung. Na gut, wenn du das brauchst. Allerdings wirst du keine Synchrobeschwörung machen können, denn dein Monster ist jetzt wieder zurück auf deiner Hand. Aber danke für die Rosenzähmarke, die du mir gegeben hast, ne? Ja, Stufe 7, Stufe 4. Er gibt Stufe 7, sie wollte sich den schwarzen Rosendrachen holen. Und vielleicht das ganze Feld dann zerstören mit dem Effekt. Na los, ich will eine Rosenzähmarke. Danke. Wenn du jetzt mit deinem Löwen angreifst, aktiviere ich meine zweite Zwangserkühlungsgerät-Karte. Aha, okay. Gut. Meine Sandmotte greifst du an? Okay. Ah, warte, ich habe ja... Das ist ja kein Zwangserkühlungsgerät. Ich dachte, das wäre Zwangserkühlungsgerät. Okay. Dann ist es eben Belastungsprobe. Ich hoffe, sie rät falsch. Zack, Zauber. Zauber! Zauber, es ist eine Zauberkarte. Okay, sie hat richtig geraten. Aber das ändert nichts. Ich gebe ihr Monster einfach wieder zurück auf die Hand. Ganz einfach. Jetzt kann sie es nicht mehr mit ihrem zwielichtrosen Ritterin vom Deck speziell beschwören. Außer sie hat natürlich eine andere, eine zweite zum Beispiel. Was ich stark vermute, dass sie noch eine weitere Karte in ihrem Deck hat. Den Namen dieses Monsters hier hat. Okay. Jetzt könnte ich. Ja, ich zerstöre den Feldzauber auf jeden Fall. Damit sie keine Rosenzähmarken bekommt. Und jetzt sind die Angriffspunkte unserer Monster wieder normal. Das heißt, ich kann jetzt Maharagi spielen. Böd-Effekt aktiviert sich natürlich. Jetzt kommt mein Bohlen-Wachposten, der Flip-Effekt. Und der Löwe kommt wieder auf ihre Hand. Oh, die Angriffspunkte sind sogar. Okay, die bleiben sogar. Dann könnte ich das Monster sogar zerstören. Ich glaube, es wäre sogar besser, wenn ich es zerstöre, denn sonst kommt es wieder zurück und ist damit stärker. Ich glaube, ich zerstöre es besser. Und zerstöre besser hier diese Zählmarke da. Jetzt zerstöre ich mit Maharagi den Löwen. Ich hasse Löwen. Ich konnte Löwen noch nie leiden. Gut, gibt hier ein bisschen Schaden. Ich kann jetzt ein paar Mal angreifen direkt. Jetzt ruft sie wahrscheinlich in ihrem nächsten Zug den schwarzen Rosendrachen mit der Zwielichtritterin. Und damit wird sie dann das ganze Feld zerstören, hoffe ich zumindest. Dann haben wir keine Gefahr, dass hier schwarzer Rosendrache das Feld dann beherrscht. Andererseits verlieren wir natürlich eine Menge Monster. Okay, Main Phase 2. Ab in die Defense mit Golem Wachposten. Und mein Spirit Monster kommt wieder auf die Hand. Aha, schwerer Sturm, okay. Das verwundert mich jetzt ein bisschen. Ich meine, bodenlose Fallgrube. Oh Gott. Ich hätte die Karte jetzt nicht gespielt, weil so heftig ist die gar nicht. Meine Kenning-Karte. Na los, spiel deinen schwarzen Rosendrachen. Na los, spiel Zwielichtritterin. Zwielichtritterin. Okay, kein Zwielichtritterin, ich habe gewonnen. Warum hat die das Feld gerade gecleant? Kann mir das jemand sagen? Ich verstehe es nicht.
Sie hat ihre eigene Taktik, glaube ich, entwickelt. Ektoplasma, nehme ich. Falls wir es nicht schaffen sollten, mit einem Effekt, mit dem Kampf sie zu killen, dann schaffen wir es mit Ektoplasma. Also das Duell wird klar an uns gehen. Mann, jetzt habe ich die Stimme wie so ein Pubertierender im Stimmbruch, kommt mir so vor. Ich bin 13 Jahre alt, ich habe Stimmbruch, hallo. Ich grüße an der Stelle alle 13-Jährigen, die dieses Let's Play schauen. Ihr habt jetzt wahrscheinlich genauso eine Stimme wie ich. Oder vielleicht auch nicht. Oder wann hat man Stimmbruch? Ja, mit 13, 14 so, glaube ich, ne? Da wird man langsam zum Mann. So, wir haben gewonnen. Ah! Akiza! Ich weiß, die Spielentwickler sind so grausam. Die tun das Spiel wieder in die Länge ziehen. Ja, ich weiß, ist das nicht schlimm? Verdammt nochmal, Spielentwickler, lasst euch mal was anderes einfallen. Baut doch nicht solche scheiß unnötigen Stellen ein, die nichts mit der Story am Hut haben. Oh Mann. Ja, ich lese es nicht vor, denn sowas unterstütze ich nicht, damit das Spiel wieder in Länge gezogen wird. Nein, nein, nein. Falls ihr euch das interessiert, dann stoppt einfach. Weil sowas unterstütze ich nicht, dass das Spiel wieder in die Länge gezogen wird. Nee, nee, danke. Ist auch ein bisschen kitschig, muss ich zugeben, was ich da gerade so überfliege mit dem Lesen. Ich glaube, das interessiert eh keinen. Also, sie beruhigt einfach Yakiza, Punkt aus, mehr muss man nicht verstehen. Mensch, kann man das nicht einfach abkürzen, also so kurz fassen. Die Kurzfassung von Part 27. Am nächsten Tag, super. Ich mach das noch weiter. Ich spiele jetzt so lange weiter, auch wenn meine Stimme den Geist aufgibt, bis die unnötigen Stellen vorbei sind. Wo ist ein Speicherpunkt? Gibt es hier keinen Speicherpunkt? Doch. Sehr gut. Also ich spiele jetzt so lange weiter, bis die unnötigen Stellen vorbei sind, ja? So. Janka, du bist wach. Akiza scheint es auch jetzt besser zu gehen. Ja, super. Danke für gestern, Yusei's Nachricht. Hätte ich diese Nachricht nicht bekommen, wäre ich mit Sicherheit untergegangen. Unnötige Stelle, unnötige Stelle. Wir kriegen eine unnötige Karte. Ein Meisterin der Dornen. Schöne Musik, die hinterher hängt. So, ich hoffe, jetzt kommt was mit der Story, was am Hut hat. Fräulein Akiza Insinski, wie ich sehe, sind Sie auch hier. Das ist erfreulich. Jetzt hätte man eigentlich die letzte halbe Stunde, die wir jetzt gemacht haben, abkürzen können. Diese verdammte Nacht hätte man einfach überspringen können und gleich zu diesem Punkt gehen können. Aber nein, man muss die Nacht einbauen und noch irgendwelche unnötigen Duellanten mit unnötigen Duellen einbauen. Ist klar, Spieleentwickler, genau. So, ich muss mich beruhigen. Ich reg mich jetzt wieder viel zu sehr auf. Herr Fudo, Fräulein Insinski, Direktor Goodwin, würde Sie gerne sprechen. Goodwin, was will der denn von uns? Er hat etwas Wichtiges mit Ihnen zu besprechen. Es geht um den purpurroten Drachen und Designer. Ich werde vorgehen. Machen Sie sich bitte auf den Weg, sobald Sie bereit sind. Alles klar. Scheint nach einer wichtigen Stelle zu sein. Yusei, glaubst du, dass wir Goodwin trauen können? Er hat schon vieles getan, was ich ihm nicht verzeihen kann. Aber ich hatte diese Vision beim Fortune Cup und diese Sache gestern. Satellite ist in Gefahr. Und der Einzige, der etwas über dieses Mysterium zu wissen scheint, ist Goodwin. Und um diese Information zu bekommen, lässt du dich mit ihm ein? Ja, das Wichtigste ist jetzt, dass wir herausfinden, was hier vor sich geht.
Was ist mit dir los? Willst du gut, wenn etwa in die Falle tappen? Ja, check, was machst du denn hier? Ja, wenn ich die Wahrheit hinter der Vision erfahre, die ich gestern gesehen habe. Oder die ich gesehen habe. Und wenn Satellite wirklich in Gefahr ist, tue ich alles, um die Bedrohung aufzuhalten. Meinst du, dass diese Bestimmung das Seine ist? Hey, ist das nicht? Erst jetzt gemerkt, dass ich da stehe. Janka, was machst du denn hier? Und du bist immer noch am Leben? Freut mich, das zu sehen. Scheinbar wurde Janka auch von der Arcadia-Bewegung verhaftet. Schon ulkig, dass wir uns an so einem Ort wiedersehen. Da liegt eine Kiste. Warum sehe ich die erst jetzt? Egal. Wir haben nicht viel Zeit. Setzt eure Unterhaltung doch auf dem Weg zu Direktor Goodwin fort. Lasst uns aufbrechen. Und ich glaube, an der Stelle beende ich den Part, denn ich glaube, jetzt kommen keine unnötigen Stellen mehr. Gut, dann bis zum nächsten Part. War ja ein etwas längerer Part heute wieder. Ja, in dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es mit der Story weitergeht. Also, macht's gut, euer Anker LP. Ciao.